Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von The Witcher Fern Island. So, dann lass mal schauen. Ja, ist noch genug drin. So, okay, dann lass gucken. Look. Muss das jetzt tatsächlich sein Karotte ist fertig. Tja, die kriege ich irgendwie gerade nicht. Auf Sternchen. Radieschen. Warte, Radieschen. Radieschen, Radieschen, Radieschen. Ja. Hier sind jetzt zwei Unentdeckte. Ich hatte doch immer nur einen Unentdeckten, den ich eigentlich schon entdeckt hatte. Haben die ein neues Gemüse eingeführt? Okay. Tja. Da muss ich irgendwie damit kochen oder keine Ahnung. Wir müssen noch mal gucken. Was hatte ich eben noch geerntet? Karotten. Karotten, Karotten, Karotten. Es ist ja so, dass ich ja sowieso noch kochen muss, ne? Also verkauft habe ich es auch schon. Ah. So, dann wollte ich mal gucken. Zählt das schon hier? Jawohl, das zählt schon. Also Foto haben wir gemacht. Ach, Leute, 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 das ist gar nicht so einfach mit der Saat hier. Und nächstes Mal darf ich halt nicht den besten Dünger nehmen, wie wir festgestellt haben. Du frisst nichts von mir. Wieso kann ich die Schnecke jetzt wieder nicht aufheben? Verstehe ich auch nicht. Manchmal so, manchmal so. So, heute gibt es keine Eier, ne? Ne. So, hier müssen wir die beiden so dicht streicheln. Und dich. So, hier müssen wir. Jawohl. Oh. Sehr schön. Und dich, kleines Mäuschen hier. Der ist am Machen. Da ist auch fertig. Das heißt, wir könnten uns darum kümmern. So, erstmal Samen. Das und
Das. Wir müssen das dann nochmal anpflanzen. Nützt nichts. Oder kochen oder was auch immer. So, das. Steine. So, pass auf. Wir können jetzt, weil wir genug Geld haben, uns um die Hacke kümmern. Das heißt, ich habe jetzt die Teilen. Tierhalfbahn, die 5. So, dann den Eisenholz, ein Rubin, ein Saphir teilen, ein Smaragd, so. Und dann können wir die Hacke noch mal upgraden und ich hoffe, das ist dann das Letzte und ich muss nicht noch mal mit Beryllium und hast du nicht gesehen ran. Dann gucken wir hier. Foto von der Mühle. Das kriegen wir doch hin. Ja. Ich habe die Meisterhacke. Aber ich vermute, es gibt noch die Runenhacke. Lass uns gucken. Hacke, Hacke. Nein, es gibt keine Runenhacke. Dann lass mal gucken. Also, warte mal. Also, Foto von der Mühle machen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Okay. Die von Malbi. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zu Malbi. Ja, ich habe euch schon wieder getriggert. Ist gut. Warte, vorher gucken wir hier nochmal. Ob es das jetzt wirklich alles war? Ja. Ja. Das war Beanspruch. Kriechende Wurzeln. Okay, das bedeutet. Das bedeutet. Hexenmethode zur Holzproduktion. Okay. So, die Hacke ist fertig. Jawohl, wir haben es geschafft. Aber davon von den Tintenfischpilz haben wir auch nicht so viel. Okay, dann schnell. Zu Dingens. Und dann gucken wir auch nochmal bei Rebecca wieder. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass uns Rebecca irgendwann nochmal eine Belohnung gibt, ne? Achso, warte. Ach, zur Ebene wollte ich ja dann auch. Hallöchen. So, okay. Ja, Rebecca, ich weiß nicht.
So, dann geben wir ihr das ab. Ihr war das, ne? Oh, Ansehen wurde auf 11 erhöht. Okay, super. Gibt's hier was Neues? Nee, gibt's nicht. So, dann will ich nach Hause kurz. Oh, finde ich das toll. Die Hacke kann jetzt hier rein. Die andere hat die schon verkauft, genau so. Wow. Dann wollte ich hinten Astra kurz. Astra. Wir brauchen vier Pulver noch, ne? Pulver. So, Amulett habe ich um. Ja, man sieht ja auch oben rechts, welches Amulett man um hat, ne? So. Ja, die können da nicht jeden Tag. Sturm. Das ist aber auch ein Rock. Ja. Alles klar, aber, ne? So, dann müssen wir zu Horace. Der Trigger bei Horace ist wohl in Horace Farm selbst. Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann können wir gleich noch mal mit ihm quatschen. So, dann warte. Dazu muss ich hier ins Haus und hoch in den ersten Stock. Wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich überhaupt einen ersten Stock hier finde. Finde ich hier einen ersten Stock? Ich hänge irgendwo fest. Nee, ich bin hier gerade an der unsichtbaren Wand. Okay. Hier ist kein erster Stock. Ich bin hier jetzt ein bisschen doof. Also hier kommst du rein. Im Bad ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht in sein Schlafzimmer. Und hier ist die Küche. Es gibt hier keinen ersten Stock. Ich muss das. Es gibt einen ersten Stock, aber wie kommt man da hin? Da oben ist ein Fenster. Da müssen wir hin, in diesen Dachboden. Hä? Da müssen wir hin. Das Fenster war da. Ist hier irgendwo so eine Dachluke?
Ist hier eine Dachluke? Ich habe keine Ahnung. Ich muss die Quest nochmal durchlesen. Wie gesagt, das Wiki ist ja weiterhin in Englisch und dann übersetze ich mir das. Aber da soll irgendwas. Wie gesagt, ich krieg's hin. Ich habe ja alles schon mal hingekriegt. Keine Ahnung. Aber was von dem Englischen hat auf Anhieb geklappt? Ich muss den Quest erstmal triggern. Ich muss mir das nochmal angucken. Okay. So, dann gehen wir jetzt nochmal angeln. Ich will den nur einmal haben, weil der ist ja schwer. Der Fisch. Ja, wie gesagt, das nützt nichts, wenn ich da jetzt tausendmal rumlaufe und eh keinen ersten Stock finde. Da muss ich mir das nochmal durchlesen. Weil das ist, wie gesagt, so ein komisches Englisch, wenn ich das in das Dings packe, in den Google-Übersetzer, da verstehst du auch nur die Hälfte. Ich weiß auch nicht warum. Ich möchte lieber von da aus angeln. Weiß auch nicht warum. Da. So, jetzt sind wir noch mal kurz das. Die lachen mich hier gerade so an. Die sagen, pflück mich. Pflück mich. Jawohl, mach ich. Okay, für Pilze hilft das Amulett nicht. Aber macht ja nichts, ne? Wow, so. So, dann möchte ich. So. Wir nehmen das Angelamulett und den Köder. Und ich möchte das weghaben. Ach, nicht schon wieder. Ja, das ist immer der Feierfisch, aber der Fisch ist im Kommen. Ich hasse es. Der Feierfisch ist so doof zu fangen. Und der ist immer zu der gleichen Zeit, wo der Hedgehog ist, da. Oh, Entschuldigung. Und hat auch die gleichen Köder, deswegen. Was haben wir da? Ich habe endlich den Hedgehog. War der gelb? Der war gelb. Wow. Und dann gucke ich noch mal, ob ich diesen Feierfisch dann auch noch mal in gelb kriege. Wenn das schon so mühselig ist, den zu fangen.
das? Feuerflosse in Gelb, sehr schön. Gut, also mit den Ködern werde ich hier nicht weiter angeln, weil ich, aber ich habe zwei Gelbe und ich müsste jetzt schon 16, 17 sowas haben fürs Examen. Ich habe endlich den Hedgehog gefangen. Und dann würde ich eigentlich mal noch ein paar Gäss angeln wollen. Flixen, Schuppen. So, okay. Juppie! Wahnsinn! Und wir mal packen das wieder drauf. So, dann erstmal diese Köder weg. So, wir haben, so, wie viele gelbe Fische hat er denn jetzt? 17. 17. Das oben. Oh, wir sind kurz vorm B. Vorm A. Oh. Dann haben wir hier wenigstens. Und dann müssen wir noch 20 oder noch 14 weitere Fische in auf 5 Sterne bringen. Dann gibt es Fischbrot. Und dann gucke ich mal, dass ich das Amulett zum Kochen auch koche. So, warte, Fisch. Fisch, Fisch. Ich glaube, ich muss mal eine große Fischkiste machen. So. Metallkiste. Metallwerk 2 Stahlbahn. Habe ich 30 Driftwood? Ja, habe ich. Warte, erstmal wegräumen. Moment, das. Die Pilze weg. Dann der Tierkranke weg. Sortieren. So, 10 Driftwood. Ne, 30 teilen. Drei Hardwood teilen. 15 Nägel. Nägel haben wir natürlich gar keine mehr. Nägel war. Kriege ich das hier? Kunsthandwerk, Nägel. Treibholz zum Bronzebahn. Zahlen. Wie viele Nägel? 15. Und dann noch 2 Stahlbarren. Haben wir auch nur ein. So, 5 Eisenerze.
Zahl. Und Kohle. Dann. So, okay. Dann warte. Wo bin ich? Da. Mal als erstes nach Hühners gucken, dass wir das nicht vergessen. Alle drin. Alle drin. Alle drin. Alle drin. Und du stirbst morgen oder übermorgen? Morgen. Also ich brauche 10, ja, okay, das ist gut. Ich brauche Nägel. Und dann brauche ich noch mal das. Und dann kann ich für Fische ein großes Ding machen. Pilze. So, und jetzt wollte ich noch mal nach dem Amulett für die Ernte gucken, ne? Ach, das ist, lässt sich hier leichter. Amulette, nee, nicht das. Talisman. Mir fehlen ja auch noch welche. Hier Küche. Nee, ich meine Gourmet. Auch nicht. Himmelsacker. Geschwindigkeit. Pilze am Nahschaden. Vielleicht kann ich das auch noch gar nicht. Gourmet-Scham, Scham in der Küche. Da gucke ich noch mal. Vielleicht ist ja Charme in der Küche eine bessere Qualität gemeint. Also da hätte ich auf jeden Fall alles. Aber wie gesagt, bei den Talismanen fehlt mir ja noch was. Archäologie, Bauernhof habe ich ja jetzt. Holzfäller brauche ich nicht unbedingt. Kräuterkundiger ist nur Samen. Pilzsammler, Imker. Mehr Honig und mehr Wachs. Da muss ich, ich will es nicht übertreiben, da muss ich dann jedes Mal dran denken. Amulette. Stachelschild, achso, das ist für. Habe ich mir denn da schon was aufgeschrieben bei den Amuletten? Wasserkisten, Futter, Schmuck, Amulette. Also Amulette fehlen mir, wie gesagt, drei. Nee, oh nee, das sind die Amulette. Moment, Talisman. Das kann nicht sein. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Das kann nicht sein. Nee, habe ich nicht. Ich muss mal bei den Amuletten gucken und dann gucke ich auch nochmal wegen Hurrays. Was jetzt da den sechs, sechs Herzen-Quest triggert. Also ich bin ja manchmal, ich bin doch nicht so doof, manchmal das zu lesen, oder?
dann haben wir alles. Da müssen wir warten. Und dann pflücke ich hier nur ein bisschen rum. Da bei der Astra-Ebene waren wir heute. Gab leider kein Puder. Okay. Ja, um die Reittiere kümmere ich mich jetzt nicht im Moment, da haben wir noch mehr an der Backe. Ich muss mal irgendwas zu Ende bringen hier. Ich habe hier irgendwo. Nee, ich habe eben gerade gedacht, ich hätte da noch ein rotes Fähnchen gesehen. So, okay. So, dann packen wir das noch weg. Meine, ich habe ja jetzt genug Platz im Inventar, dass ich hier die erste Reihe ruhig mit Amuletten vollpacken kann und immer das Amulett trage, was ich brauche. Das ist ja wirklich nicht der Hit. Sollen wir das mal gucken? 11 haben wir jetzt, jawohl. Hier ist auch noch genug drin. Sehr schön. Gut. Alles klar. Wie viel Honig haben wir überhaupt gesammelt schon? Ja. Okay. So, dann gehen wir heute mal ja, relativ früh ins Bett. Hexenverhältnisse. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.